Moin zusammen und willkommen zurück zu unserem Wireshark Tutorial hier. Heute wollen wir uns mit Filtern beschäftigen. Filter sind wirklich sehr, sehr wichtig, damit ihr leichter das findet, was ihr auch wirklich braucht. Das Ganze ist natürlich jetzt hier oben über dieses Anzeigefilter anwenden gedacht und ihr könnt hier wirklich sehr, sehr feingranular einstellen, was ihr wirklich haben wollt. Das Ganze ist ein boolscher Ausdruck und alles, was diesen Ausdruck erfüllt, das wird euch auch angezeigt. Das heißt, boolscher Ausdruck bedeutet so viel wie, ihr müsst einen Wahrheitswert definieren und alle Pakete, die diesen Wahrheitswert erfüllen, die kriegt ihr dann hier eben vorgesetzt. Zum Beispiel, also Wireshark stellt euch da relativ viele Freiheiten zur Hand, aber auch sehr, sehr einfache Freiheit, sage ich jetzt mal. Also, das ist wirklich nicht so schwer, das Ganze einzutippen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt nur das HTTP-Protokoll haben wollt, dann macht ihr hier einfach HTTP Enter. Das ist jetzt allerdings was sehr, sehr Simples. Das hilft aber auch schon wirklich, um den ganzen Verkehr hier ein bisschen genauer zu analysieren. Erstmal haben wir ein GET, dann haben wir eine 1.1, ein 200er. Dann fragen wir Style an, kriegen wir wieder ein OK, fragen Background und die Schriftart an, kriegen jeweils wieder ein OK, fragen das Fev-Icon an, ist nicht gefunden, fragen es nochmal an, ist auch nicht gefunden worden. Warum auch immer das Fev-Icon nicht da ist? Okay, egal, das ist mein Fehler gewesen, weil ich hier irgendwas an der Website falsch gemacht habe. Das lag jetzt nicht am Server oder an dem Capture oder sowas, das soll euch jetzt nicht belasten oder so. Und ja, ihr habt jetzt hier natürlich direkt alle Informationen. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt trotzdem, naja, vielleicht zu viel gefiltert. Das heißt, wir wollen wieder ein bisschen mehr sehen. Machen wir einfach den Filter wieder raus und gucken uns das Ganze so an. So, und jetzt kann es sehr, sehr häufig nützlich sein. Sagen wir mal, ich habe das jetzt hier nicht ganz so gut gemacht, sondern habe von mir aus noch zwischendrin, also nicht ganz so gut editiert hier, dass man eben nur das hier sieht. Oder habe halt zwischendrin noch irgendwelche anderen Sachen. Zum Beispiel hat Windows mal wieder irgendwas abgedatet oder sowas und hat da eben auch noch ein paar andere Pakete. Dann sage ich Folgendes. Okay, ich brauche hier irgendwie, muss ich eingeben, an wen dieses Paket ging, beziehungsweise von wem es gekommen ist. Und jetzt kann ich hergehen und kann natürlich sagen, okay, jeder, der IP benutzt hat, soll angezeigt werden. Gut, okay, das bringt mir jetzt nicht wirklich was. Aber ich kann hier auch mit Punkt, und jetzt kann ich hier angeben, was genau ist eigentlich da gedacht. Und dann sage ich hier zum Beispiel, die IP-Adresse soll gleich sein. So, und jetzt schauen wir uns einfach mal das an. Naja, 192.168.0.12 bin offensichtlich ich, denn ich habe diese Website angefragt. 192.168 ist eine lokale Adresse, das heißt, das ist auf jeden Fall nicht der Server, den ich hier angefragt habe. Das heißt, wenn ich das hier eintrage, kriege ich einfach wieder den kompletten Traffic. Auf der anderen Seite haben wir 84.200, 109.239 und das ist jetzt auch wirklich das, was ich benutzen möchte als Filter. Das heißt, ich bekomme nur Traffic von dieser Webseite zu mir und von mir zu dieser Webseite oder zu diesem Webserver, um genau zu sein. Und das ist jetzt auch wirklich das, was ich hier haben möchte. Dann kriege ich die ganzen Windows-Interferenzen oder sowas, kriege ich raus. Dazu muss man natürlich erstmal rausfinden, was ist hier jetzt tatsächlich das, und dazu hilft euch dann wiederum ein DNS-Request oder sowas, aber das haben wir ja alles schon gemacht. So, dazu gehe ich jetzt hier mal her, also ich will das hier jetzt als IP-Adresse verwenden, mache hier kopieren, denn ich kann jetzt hier nicht einfach STRG C drücken. Ich will ja vielleicht nicht alles haben und jetzt sehen wir hier, okay, ich kann mir das Ganze als Comma-Separated Values oder als YAML kopieren, doof, als Filter kann ich es mir aber auch kopieren. Und dazu bekomme ich dann Folgendes. Das heißt, ich kann jetzt mal STRG V machen und dann sehen wir hier IP Destination. Also ich habe jetzt alles ausgewählt und dann habe ich einfach einfügen gemacht. IP Destination ist gleich 84.200.109.239. So, wenn ich das jetzt als Filter mache, dann bekomme ich natürlich nur noch die Pakete von mir an diesen Server. Das ist nicht unbedingt das, was ich haben will. Also mache ich hier ja wohl Address. Und dann bekomme ich wieder alles. Das heißt, ich bekomme die Pakete, die an diese Adresse gehen, also von mir 192.168.0.12 an diese Adresse oder aber von dieser Adresse an mich. Das heißt, die IP-Adresse ist sowohl Source als auch Destination, darf das dann enthalten. Ich kann natürlich auch hergehen und kann sagen, nur die Destination soll das enthalten oder nur die Source soll das enthalten. Und jetzt kann ich natürlich auch noch solche Sachen machen wie den Source Host angeben und das ist dann der Domainname. Ups, ja, jetzt hat es nicht übernommen. Aber gut, in dem Fall haben wir ja sowieso keine Domainnamen verwendet, deswegen fällt das jetzt hier raus. Okay, ich habe gesagt, boolsche Werte, das heißt, ich kann die auch irgendwie kombinieren.
Und das sollte für euch, wenn ihr so weit durchgehalten habt, auch eigentlich kein großes Problem mehr sein. Wir können hier einfach AND und NOT verwenden. Das heißt, wir machen hier IP, Source und Destination gleich das da. Ich hätte auch, so kommt natürlich nichts mehr raus. Das wäre Traffic von dieser Adresse an sich selber. Das heißt, hier haben wir AND, ist nicht ganz korrekt. Das ist nicht das, was wir wollen. Das heißt, wir machen hier ein OR und dann bekommen wir wieder beides. Ich hätte hier natürlich auch einfach statt Source bzw. Destination Address nehmen können. Hätte genau dasselbe gehabt, aber ich will euch das OR-Schlüsselwort zeigen. Das heißt, das ist genau das, was wir hier wollen. Es gibt auch noch das NOT-Schlüsselwort, also AND, OR und NOT. Damit kann man im Endeffekt wieder alles darstellen. Das heißt, wenn wir hier jetzt sagen, ich will alle Pakete, die von dieser Adresse sind und ich will, dass die Destination nicht das hier ist, naja gut, was bekomme ich dann? Logischerweise hätte ich den Teil hier auch weglassen können, denn niemals ist dieses Destination-Paket auch das Source-Paket hier, die Source-Adresse. Aber ja, so funktionieren im Endeffekt die Filter. Ihr könnt hier allerdings sehr, sehr feingranular diese ganzen Dinge anwählen. Das heißt, ihr könnt hier wirklich sagen IP, Punkt, und dann bekommt ihr hier eine Auswahl. Erstens mal über Sachen, die ihr hier gerade eingegeben habt. Das sind die hier oben. Und ein paar Sachen, die euch Wireshark vorkonfiguriert. Das sind diese beiden hier. Hier habe ich auch schon mal ein bisschen aufgenommen, deswegen sehen wir jetzt die gerade noch. Und dann bekommt ihr hier eine Auswahl aus allem, was ihr hier anwählen könnt. Das heißt IP Address, IP.bogus, IP-Length, könnt ihr nach der könnt ihr filtern, Checksum, Checksum.status, Checksum.bad.expert, Checksum.calculate und so weiter und so fort. Also schaut euch einfach mal hier vielleicht ein bisschen um. Da gibt es so viele Sachen, nach denen muss man aber meistens eigentlich nicht filtern. Also die meisten Sachen, die man hier braucht, sind eigentlich Host, Source, Destination, Source Destination, Source Host, Destination Host, solche Sachen sind da eigentlich das Wichtigere. Also wir sehen hier jetzt bei Source haben wir auch noch Source, Source Host, aber ja, gut. Oh, das hatte gerade nichts damit zu tun, sorry, das wollte ich eigentlich auch nicht da haben. Machen wir hier erstmal das Video fertig, dann kümmere ich mich um die wunderbare Grafik hier. Genau, hier haben wir dann natürlich auch noch IP-Version, damit könnt ihr nach der Version filtern, das heißt von mir aus IP-Version 4, IP-Version, keine Ahnung, 6 oder sowas. Solche Sachen könnt ihr hier natürlich filtern und das bei jedem Protokoll logischerweise. Das heißt, ihr könnt hier auch sagen, ich will zum Beispiel HTTP, Punkt, und dann habt ihr hier wieder HTTP.accept, HTTP.chat, HTTP.authorization und so weiter und so fort. Also hier gibt es wirklich bei jedem Protokoll einen Haufen Zeug, was ihr hier auswählen könnt. Und dann müsst ihr hier natürlich Werte irgendwie kopieren können. Ihr könnt auch tatsächlich hier unten, gehen wir jetzt mal auf dieses HTTP-Paket hier, könnt ihr hier das hier mal aufklappen. Das hier unten, die Rohdaten brauchen wir nicht. So, und jetzt können wir hier zum Beispiel sagen, wir wollen ein HTTP. Und jetzt wollen wir hier, was wollen wir denn? Wir wollen hier das hier kopieren. Dann können wir hier kopieren machen und dann eben als Filter. Und dann können wir das hier oben wieder einfügen, STRG-V. Und dann sehen wir hier, http.server ist gleich Nginx Version bla bla bla. Das ist einfach das, was in diesem Feld drin steht. Und das filtert der mir dann auch raus. Das heißt, ich kriege jetzt hier auch wirklich nur HTTP-Protokolle, die das erfüllen. Und das sind natürlich alle die, die vom Server an uns kommen. Die von uns an den Server erfüllen das allerdings nicht. Ja, und das kann ich natürlich auch benutzen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen richtig, richtig großen Packet-Flow anzeigen lasse hier. Also von mir aus mehrere Tage lang aufgezeichnet, einfach was alles reinkommt. Und ich möchte einfach mal analysieren, wer hat jetzt hier Nginx Version 1.4.6 und zeigt das auch noch in seinem Header drin. Da kann ich natürlich ganz einfach danach filtern und kriege das sofort hier raus. Ja, und das ist eigentlich auch schon die ganze Magie von diesen Dingern. Ich kann jetzt natürlich noch weiter Sachen machen mit und. Das ist ein und-Zeichen, man kann aber auch mit and. Ups, man kann das Ganze auch mit and machen. Ich finde and persönlich ein bisschen intuitiver, weil das hier ist für mich eigentlich ein... Naja gut, in dem Fall ist es sogar ein binäres und. Aber normalerweise bin ich eigentlich sowas hier gewohnt, deswegen benutze ich hier lieber AND eigentlich. Aber das bleibt wie gesagt euch überlassen. AND kann man auch als das hier schreiben, OR kann man auch als das hier schreiben und NOT, NOT schreibt man so oder so. Ja,
Und damit könnt ihr wirklich hier sehr, sehr viele wunderbare Sachen machen. Und die machen euch wirklich die Suche hier sehr, sehr viel leichter. Gut, aber wie gesagt, das Kopieren aus den Datenpaketen, wenn ihr mal ein Datenpaket gefunden habt, das ist das Wichtigste für euch, nehme ich an, weil dann wird euch der Filter hier schon direkt so angezeigt. Ich meine, auf so einen Servernamen kommt man jetzt nicht unbedingt von selber, dass das da drin stehen muss, außer man kriegt irgendwie eine Aufgabe oder sowas. Fällt mir aber gerade irgendwie keine passende Aufgabe dazu ein. Naja, egal. Auf jeden Fall ist das sozusagen das, was man hier mit den Filtern machen kann und ist wirklich sehr, sehr nützlich, weil man da wirklich. Ja, wenn man, ich meine, schaut euch das jetzt mal an. Wir haben jetzt ein paar Pakete hier, die wir uns angucken können. Also sehr, sehr wenige Pakete im Vergleich zu, wenn wir alles anzeigen. Und das ist halt schon sehr viel wert. Okay, das war's von meiner Seite wieder mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.